Hallihallo Freunde, heute dreht sich ums Folgende und zwar seht ihr hinter mir das Bett. Ich habe das extra mal so ein bisschen hochgestellt, dass ihr sehen könnt, was ich vorhabe. Und zwar ist hier drunter ja ganz viel Stauraum und ich habe ja immer noch das Problem mit dem Stauraum. Ich weiß nicht, wer schon länger dabei ist, hat es mal gesehen irgendwie in einem Video, wo ich es erwähnt habe. Und jetzt habe ich vor, dass dieses Teil des Bettes sich sozusagen hochklappen lässt, damit ich dann dementsprechend besser hier drunter kommen und meine Sachen verstauen kann und auch wieder rausholen kann. Wie ich das Ganze realisieren möchte und ob es klappt, das seht ihr dann im Folgenden, also bleibt einfach dran. Wir haben jetzt mal den Ort gewechselt und zwar habe ich das Ganze jetzt mal in den Keller gebracht. Und jetzt kann das Ganze im Prinzip auch beginnen. Ich habe mir mal so eine Softbox hier hingestellt, ganz professionell. Nee, aber dass ich ein bisschen mehr Licht habe und dass ihr auch mehr sehen könnt. Und jetzt kann es eigentlich auch direkt losgehen. Was ihr bis jetzt gesehen habt, waren alles quasi nur die Vorbereitungen, dass ich mein ganzes Gestell jetzt ordentlich stabil kriege, weil es war natürlich vorher, die ganzen Platten, die da oben drauf waren, die haben das natürlich alles super stabil gehalten. Deswegen musste ich ein paar Modifikationen jetzt noch vornehmen und jetzt fange ich mit dem ganzen Gedöns, mit den Scharnieren an. Ja, und dann geht's auch weiter. Jetzt ist das Ganze hier aufgebaut, so wie ich es gerne haben möchte. Jetzt habe ich hier meine Scharniere und ich sehe gerade, dass die Softbox übelst reinläuft, aber das macht nichts. Ihr seht es trotzdem. Und zwar müssen die jetzt genau hier drunter gesetzt werden, damit ich nachher die ganze Platte im Ganzen schön hochschieben kann bzw. hochhalten kann. Ja, so sieht das Ganze dann aus. Jetzt wieder umgezogen in den Bus. Ich habe alles eingebaut. Jetzt funktioniert wirklich alles so, wie ich das haben möchte. Sogar mit Matratze, weil ich möchte die Matratze natürlich nicht immer wegpacken müssen. Ja, wie das funktioniert, sieht man hier. Jetzt kann ich hier schön alles reinpacken, alles zupacken, alles wunderbar, ohne Probleme. Kannst du wieder zumachen. Jetzt gibt es natürlich noch das Problem, dass ich das irgendwie aufhalten möchte. Entweder ich würde das so machen wie bei einer Motorhaube, dass ich irgendwas dazwischen packe, oder ich habe jetzt hier noch so einen Dämpfer von einer alten Sonnenbank von uns. Und das werde ich mal als erstes ausprobieren, weil das wäre natürlich ziemlich cool, wenn das funktionieren würde. Dann braucht man nicht irgendwie noch irgendwas zusätzlich zu machen und das hilft einem dann auch, das zu öffnen. Also schauen wir mal, ob das klappt. Als ob anzeichnen. Warte, nimm's, halt's nochmal fest, ich gebe dir... Verdammt, wir brauchen noch ein paar Hände mehr. Ach so, okay. Tu es! Ja, Freunde, irgendwie haben wir es gerade, ja, wie soll man sagen, optimal austariert. Also es funktioniert genau so, wie ich es mir vorgestellt habe. Bett runter und Bett hoch. Alles ganz simpel, mit Dämpfer, wunderbar. Besser kann es nicht laufen. Hier seht ihr, wie ich die kleine Konstruktion gebaut habe, um den Dämpfer dort zu befestigen. Also da habe ich mir einfach irgendwie was ausgedacht. Da müsst ihr euch auch vielleicht was einfallen lassen. Das Teil hatte ich zu Hause liegen. Und auf der anderen Seite sieht das Ganze so aus. Da habt ihr ja gesehen, wie wir das Loch gebohrt haben. Da haben wir einfach eine Schraube von der einen Seite durchgejagt und hier befestigt mit Muttern, ein bisschen gekontert, damit die ganze Stange hier ein bisschen Spiel drin hat. Ja, und das ist das Ganze dann auch. So, wenn euch das Ganze jetzt gefallen hat und ihr das vielleicht in Action auch mal sehen wollt, dann lasst auf jeden Fall ein Abo da, gebt einen Daumen hoch, wenn euch die Idee gefallen hat und wenn euch die Funktion gefallen hat. Und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video wieder.